Servus Internet, eine neue Folge von Geschichten aus Wickehausen. In der letzten haben wir uns ausführlich mit dem Fall Uwe Steimle im NDR ZAP und Wikipedia beschäftigt. Es gibt guten Grund anzunehmen, dass wir es mit einem Netzwerk zu tun haben. Um das weiter belegen zu können, wie das funktioniert, möchten wir in dieser Folge etwas Staub von der Oberfläche wegwischen und auch ein bisschen anfangen zu graben, um zu sehen, welche archäologischen Reste, archäologisch ist falsch gesagt, es ist ja lebendig, ja, was uns da aus dem Untergrund entgegenkommt. Also, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Angekündigt und wie immer ist natürlich dabei der wichtigste Mann von, wie heißt der Ort nochmal, wo du, also Oldenburg irgendwo drumrum. Also wir gehen jetzt nochmal rein in diesen ganzen Bereich. Wer beschäftigt sich eigentlich mit Uwe Steimle und wer beschäftigt sich nicht mit der Hassrede in seinem Umfeld, nämlich Zapp, Wikipedia, Ruhrbarone kommen wir zu. Also dieses Netzwerk werden wir uns jetzt ein bisschen angucken. Ja, Markus, ne? Wie geht's dir? Ja, herzlich willkommen auch von mir aus dem Umfeld von Oldenburg. Man weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Genau. Und ja, ich bedanke mich auch nochmal herzlich für die Spenden, die bei uns eingelaufen sind. Ja, Dirk, was Ja, machen wir wir heute? können gar nicht genug Spenden haben, logischerweise. Aber jetzt, wir gehen heute rein. Fangen wir doch mal an. Da etwas, was uns bei der Beschäftigung mit Felix und dem transatlantischen Netzwerk und auch mit Psiram und Wikipedia und der GWUP, also sozusagen dieses ganze Umfeld eigentlich deiner ersten Doku, ja, der schon beschäftigt hat. Also du hast ja gleich was gefunden. Also das heißt, ich hatte im Internet, hatte ich, muss ich dazu sagen, hatte ich gefunden, ja, ich weiß gar nicht wie, hatte ich, glaube ich, das Video von Totenhöfer, der an der Grenze in Gaza war und dort eine Ein-Mann-Demonstration gemacht hat, indem er mit einigen Leuten drumherum, also vollkommen friedliche Situation, 300 Meter weg vom Zaun, ein Schild hochgehalten hat. Also sozusagen Totenhöfer-artig, eben wie er das macht, Hinweis auf dass sozusagen Frieden gehalten werden soll und wieso die Israelis sich an dieser Grenze so verhalten. Er hat ein Gummigeschoss, ist auf ihn abgefeuert worden, obwohl es augenscheinlich überhaupt keine Begründung dafür gab. Und dann habe ich das gesucht in Google, gebe das ein und finde einen Blog-Eintrag der Ruhrbarone in den Google-Ergebnissen. Und da steht drin, warum sich Totenhöfer über das Gummigeschoss nicht beklagen. Und da hört es auf. Und dann habe ich gedacht, das will ich angucken. Was machen die da schon wieder? Nach dem Motto, Totenhöfer in Gaza beschießen, geht natürlich völlig in Ordnung, wenn man bei den Ruhrbaronen ist. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Versucht das aufzurufen und dann ist das bereits gelöscht. Ja. Und Markus, du hast es aber gefunden. Vielleicht erklärst du mal, wieso man sowas macht. Ja, das war noch im Google Cache drin und bei dem Aufruf des Google Cache, das geht ja ganz einfach, wenn die Originalseite nicht mehr da ist, wird normalerweise in dem normalen Browser, wenn man sich auf dem PC bewegt, wird rechts neben dem Link so ein kleiner Pfeil nach unten angezeigt. Und dann kann man da anklicken im Cache und dann sieht man halt noch den gesamten Beitrag, so wie er dann online gegangen ist. Manchmal fehlen da ein paar Bilder, aber in diesem Falle war das, glaube ich, vollständig. Und der Link ist ein relativ langer, den haben wir hier unten drin. Übrigens, zu allen Sendungen, auch zur letzten Sendung, stellen wir die Dokumente online. Das heißt, also da gibt es ein langes PDF-Dokument mit sämtlichen Folien, die halt hier angezeigt werden. Und die Links, die da drin sind, die sind schon aktiv. Das heißt, man braucht nur draufklicken und kann dann direkt zu der entsprechenden Seite hingehen. Und falls das nicht mehr online sein sollte, habe ich noch was weiteres gefunden. Und zwar bei archive.fo und dann /byeft. Da hat also irgendjemand hat da den Link jetzt inzwischen auch ge gesichert. Und man findet dann halt auf dieser Archive-Seite, falls dann irgendwann der Google Cache gelöscht sein sollte, findet man immer noch den Artikel von den Ruhrbaronen. So, okay, also da sieht man Folgendes, was wir jetzt hier im Bild sehen, warum sich Totenhöfer über das Gummischoss nicht beklagen sollte. Am 16. Juni 2019 veröffentlicht von Stefan Laurin.
Und es wird dort gesagt, wird gesagt, also an der Grenze würden ständig Brandballone nach Israel geschickt und Todenhöfer würde sich quasi mitschuldig machen, weil er da dort steht. Und aber wer sich in der Nähe von Terroristen an einer der am besten geschützten Grenzen der Welt aufhält, sollte sich nicht beschweren, wenn er ein Gummigeschoss abbekommt. Ja, das ist also die Auffassung von den Ruhrbaronen dazu. Das ist ihnen wahrscheinlich selber etwas unheimlich geworden, deswegen haben sie die Sache wieder gelöscht. Aber das ist das, was dahinter steht. Das ist so ähnlich wie die Mail Naja, wir wissen von ja, der ARD-Redaktion in unserer letzten Sendung, ja. aber wir wissen ja, in welchem Umfeld diese Ruhrbarone stehen. Das heißt, wir haben also einen Sebastian Bartoszek, der nicht selten mit so einem T-Shirt rumläuft von der IDF, also Israeli Defense Force, was ja eigentlich also in dem Zusammenhang, was die da unten wirklich machen, also die israelischen Streitkräfte, ist also Defense. Nun nicht gerade das Wort, was ich, also das wäre nicht gerade das Wort meiner Wahl, ja, wie ich also diese Streitkräfte bezeichnen würde. Also Verteidigung fällt mir da als letztes, glaube ich, ein. Zumindest was die momentane Situation anbelangt. Dann müsste es eher IAF heißen, ne? Israeli Attack Force. Ja, also ich meine, hier ist nochmal der Hintersatz, dann wäre Totenhöfer der Friedensdemonstrant, als er sich ausgibt, hätte er alles getan, um die Palästinenser davon abzuhalten, Israel mit Feuerballons anzugreifen. Ja? Wären die Ruhrbaröne Ja, also die wieder Friedens... diese Ach asymmetrische Gott, ja. Darstellung. Das ist wieder diese asymmetrische Darstellung. Das heißt also, Israel ist der kleine Hase, wie du das sagst, ja, und die bösen Naja, sie Gorillas schießen mit dem rundherum wollen Gummigeschoss halt auf diesen. Totenhöfer und wer ist schuld? Totenhöfer. Ja? Das ist ja okay. Also nicht diskutabel. Stellt sich für mich die Frage, hat er selber eine Waffe auf die Grenze gerichtet? Hat er selber einen Brandballon da in Nein, die das ist ja auch, sie Höhe bringen ihn ne, in Zusammenhang geschickt? mit diesen Brandballons, obwohl er dort mit einem Ja. Pappschild stand, das er mit beiden Händen festgehalten Ja. hat, ja. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht viel weiter gehen, als dieser Junge steht. Ich möchte die israelischen Truppen auch nicht beunruhigen und auch nicht provozieren. ايش باش كاتب هذا؟ قدم قدم. اوسي كيف شكور؟ هاو ار يو؟ فاين ثانكس هاو ار يو انا بقول هاو ار يو ما بتمشي لو تبون يو كم باك اجين سنايبر ها؟ سنايبر اوكي بليز بليز بوت ات ان Are you sure? There. We? Okay. Yes. Okay. No, no, no. Wait a minute. Okay. Okay. Nowhere. Careful. So, hinter mir ist der Grenzzaun, an dem seit über einem Jahr Demonstrationen der Palästinenser stattfinden. Jetzt wird hier gerade geschossen, und zwar in unsere Richtung. Das sind Gasgranaten, die die Israelis dort abgeschossen haben, wo wir gerade standen. It's nothing, nothing. No, 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 it's okay, it's okay. Everything okay, everything okay. Everything okay. No, no, it's okay. Continue, continue.
Also das ist einfach, aber wie gesagt, sie haben es gelöscht, ja, weil es ist ihnen wahrscheinlich manchmal selber nicht ganz geheuer, was sie da machen, ja, aber wir kommen, verlassen wir diesen Fall und also er hat hier, Dear Israelis, please treat the Palestinians the same you want to be treated, ja. Das stand auf seinem Karton, eine wirkliche terroristische Äußerung, das ist die goldene Regel, wie man das nennt, ja. Genau, ist auch bei Facebook gewesen. Auch dieser Facebook-Post ist gelöscht worden. Aber man findet ihn, wie gesagt, in Google immer noch, im Cache. So, auch die Ruhrbarone schreiben was Schönes in Twitter. Und zwar gibt es da eine interessante Statistik. Gott, also ich finde das so zynisch. Ich will jetzt, finde ich, ich will keine Witze mehr darüber machen. Ja. Also was sie machen ist, sie zeigen die Ruhrbarone. Also diese Leute, die jetzt sagen, man muss sich ganz weit distanzieren von diesen Brandballons, wenn man da steht, weil sonst wird man schuldig. Ja? Diese selben Leute haben veröffentlicht eine Temperaturskala, auf der an den Tagen, wo Dresden angegriffen wurde, also die mit Flüchtlingen vollgestopfte Stadt Dresden, von amerikanischen und britischen Bombern ohne jeden militärischen Sinn angegriffen, und das finden die lustig und machen Tageshöchsttemperatur in Dresden an diesen drei Tagen und liegt dann bei 950 Grad. Ja? Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es widerlich. Ja? Es ist sozusagen... Bei 900 Grad liegt es, bei 900 Grad, nicht bei 950. Wurscht, ja. Also das ist auf jeden Fall, das betrachten sie als Scherz, ja, eine Temperaturskala, und da steht da eine interessante Statistik aus Dresden, Tageshöchsttemperaturen in Dresden im Februar 1945. Und das gibt entsprechend Reaktionen, also das, so wie ich jetzt... Ja, also... Genau, man kann ja sagen, sie haben also ein ganz seltsames Verhältnis zu Menschenopfern, ja. Und zwar, wenn es Menschenopfer während der NS-Zeit gibt, in diesem Falle in Dresden, alles Zivilisten oder der größte Teil davon Zivilisten, ja, dann ist das okay, weil das waren ja dann die großen Befreier, British Air Force, ja, die das Ganze irgendwie in die Wege geleitet hat. Und das waren ja damals, also nach, es waren auch nach damaligen Maßstäben waren das terroristische Angriffe. Es gab ja bereits die Hager Landkriegsordnung, die auch von England, glaube ich, unterzeichnet wurde. Ganz klarer Fall, zivile Opfer sind zu vermeiden. Und in diesem Falle ist es ganz klar, was hier gemacht wurde. Es wurden absichtlich zivile Opfer produziert. Die Zahlen, die da als Opferzahlen genannt werden, tendieren zwischen 25.000 und 200.000. Wobei ich persönlich eher zur letzteren Zahl neige. Die 25.000 halte ich doch für viel, viel zu niedrig gegriffen. Vor allen Dingen, wenn man mal in der Wikipedia nachguckt, was dazu steht, dann sieht man, dass die um die 900.000 Bomben geschmissen haben. 900.000 Bomben sind darunter gegangen und haben aber nur 25.000 Opfer gefordert. Der ganze Stadtkern ist komplett ausgebrannt. Dresden war damals Flüchtlingsstation, das heißt, die Straßen waren voller Flüchtlinge, auch viele Leute, die gar nicht registriert waren in Dresden. Dann kommt man auf eine Opferzahl von 25.000. Ich glaube, wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass es da vielleicht bei uns Mathematikschwächen gibt, aber ich glaube, in der Hinsicht kann ich dann doch noch besser zählen als die Ruhrbarone oder manch anderer hier. Ich gehe davon aus, dass die 25.000 falsch sind. Die Sache ist, wie bei vielen anderen Dingen, es geht nicht darum, das hier ist Menschenverachtung per excellence. Ja? Wenn so etwas... Und selbst wenn es nur ein Opfer gewesen wäre, es steht auch darunter, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich mache diese Vergleiche nicht, ich mache es nicht. Es ist unsäglich. Also, wenn es nur ein Opfer... Wenn es nur ein Opfer gewesen wäre, es ist ein Opfer zu viel. Und darüber macht man keine Witze. Und das haben die Zuschauer ja auch gesagt. Also wenn man jetzt mal schaut, was es darauf für Reaktionen gab. Ne? Ich lese mal die Helge vor hier. Wie degeneriert muss man eigentlich sein, um das witzig zu finden? Habt ihr dieselbe Grafik auch für Nagasaki oder Hiroshima? Und Hiroshima? Und jetzt antworten die Ruhrbarone, halte ich fest. Ja, aber sie schlägt zu hoch nach oben aus. Und du kennst ja die Regel, online kein Hochformat. Ich lasse es unkommentiert. Ihr seid ein herrlich verlogener Haufen, nicht wahr? Ach, heul doch, sagen die Ruhrbarone, ein wenig und geh uns nicht auf den Sack. Ja. Zitat Ende. So.
Okay, ich lass das einfach. Nächste Folie. Das brauchen wir nicht mehr kommentieren, das kommt von sich selber. Jetzt gab es einen Anwalt, der die Ruhr-Barone wegen Volksverhetzung verklagt hat. Also man stelle sich vor, so etwas mit, nee, ich werde es nicht vergleichen. Ihr könnt selber darüber nachdenken, wenn irgendwelche anderen Bevölkerungsgruppen davon betroffen wären, von solchen Sachen, was los wäre, ja, wie derjenige, der diese Grafik reingestellt hat, innerhalb von Minuten seine berufliche Existenz verlieren würde. Er würde wahrscheinlich durch ZAP und ähnliche Magazine im Fernsehen durchgetrieben werden, aber bei den Ruhr-Baronen geht das gut durch, ja. Ich werde übrigens auch, werde für die nächste Sendung, ich werde mich mit diesem Anwalt in Verbindung setzen, was eigentlich aus dieser Anzeige geworden ist. Mich interessiert es nämlich, ob man den Beitrag Volksverhetzung, ob der eigentlich auch gilt, wenn man so über Deutsche schreibt, ja? Oder ob das nur für Leute anderer, ja, sozusagen kultureller Zusammenhänge gilt. Okay. Ja, okay. Also wir sind also nicht die Einzigen, die den Beitrag unsäglich finden. Also es gibt zahlreiche Zuschauer und auch diesen Anwalt, der das Ganze in Richtung Volksverhetzung interpretieren. Mhm. Was übrigens das Wort ist, ich glaube, dass dieser ganze Paragraph Volksverhetzung klingt für mich irgendwie nicht gut. Das klingt so wie Rechtsprechung aus dem Dritten Reich. Ja, das ist so wie Wehrkraftzersetzung und sowas. Hat so einen komischen Beigeschmack. Ich glaube, da steht auch anders drin. Wir müssen das uns nochmal angucken. Das ist ja Paragraph 130 ist das ja. Ne? Und ich glaube, da geht es darum, was das friedliche Zusammenleben der Völker gefährden könnte oder das friedliche Zusammenleben in Deutschland. Ja. Also, guck es dir nochmal an. Also das heißt auch ein bisschen anders. Okay, also es ist ja aber nur umgangssprachlich Volksverhetzung, dieser Paragraph. Okay, also der Markus Roscher-Meinl, der schreibt dann auch noch auf Twitter und verlinkt halt diese Strafanzeige, die er da gemacht hat. Und darauf gibt es eine Antwort von den Ruhrbaronen. Und die schreiben, wie die Befreiung Deutschlands ist für sie Terror gewesen. Unglaublich. Fragezeichen. Dann, by the way, Sie wissen ebenso gut wie unser Hausjurist, dass Ihr Schriftsatz Unsinn ist und im besten Fall PR in eigener Sache. Aber wer es nötig hat, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist typisch, also Sie stellen das in Frage, ist typisch für diese... Also, da muss man einfach sagen, Sie stellen in Frage, dass der Luftangriff auf Dresden Terror ist. Da muss man einfach sagen, liebe Ruhr-Barone, bitte Geschichtsbücher rausnehmen und einfach nochmal lesen. Es geht hier um die Vernichtung von Zivilisten und daraus machen Sie die Befreiung Deutschlands und werfen ihm vor, dass das Terror, sozusagen, dass er das für Terror hält. Ja, also Zivilisten verbrennen geht um Dresden, in Ordnung bei den Ruhrbaronen. Sollte man sich merken, wenn es mal irgendwie um sie selber geht. Ja? Also das heißt, bei Flüchtlingsheimen sozusagen sofort, aber hier Deutsche in abbrennen, geht vollkommen in Ordnung. Ja? Ist lustig, kann man sich drüber lustig machen. Wir haben das ja schon mal rausgearbeitet. Es geht ja nicht nur um Dresden, es geht ja um viele, viele deutsche Städte, zum Beispiel auch um Hamburg. Und da kann man bei Hamburg und bei anderen Städten kann man sich immer noch rausreden, ja, das waren ja taktische Ziele und sowas. Und da sind also das nur, wie nennt man das, Kollateralschäden, die Zivilisten gewesen. Ich empfehle das Buch der Brand die Diskussion von dem Historiker Friedrichs. Das ja, ist, es geht mit Absicht auf die Zivilbevölkerung. Natürlich, klar. Also ich halte auch dieses Argument bei Hamburg halte ich für Nonsens. Und bei Dresden ist einfach, das ist der Lackmustest. Man kann es da ganz deutlich sehen. Es geht nur auf die Zivilbevölkerung und nicht um taktische Ziele. Natürlich nicht. Also das ist Nonsens. Ja, aber ich brauche gar nicht rational argumentieren, Markus. Es ist sozusagen, man würde an keiner anderen Stelle würde man anfangen, darüber zu argumentieren, ob das berechtigt ist. Das ist unter aller Kanone. Ende. Ja, also. Ja, klar. So, wie gesagt, der Rechtsanwalt ist nicht der Einzige. Tichys Einblick hat das auch entsprechend kommentiert. Mies ist der Humor, in Anführungsstrichen, auf Kosten Dresdner Bombenopfer. Ja. Er bringt also eine Sache ganz gut auf den Punkt, die ich gerne mal vorlesen möchte. Hier rechts blenden wir das ein. Mitbegründer und Autor der Ruhrbarone ist David Schraven, Gesellschafter und Geschäftsführer des Recherchebüros Korrektiv. Er hatte berichtet, also der Tichys Einblick, ausgerechnet dieses Büro hat sich Anfang 2017 erfolgreich bei Facebook angedient, um dort Fake News und Hate Speech zu melden, beziehungsweise zu korrigieren. Hate Speecher melden also Hate Speech. Also er will hier anmerken, dass genau die... Ja, genau. Also das ist der Anmerkung. Jetzt muss man natürlich gucken, was sagt denn Korrektiv dazu. Und die sehen das ein bisschen anders. Also wir sind keine Dienstleister. Wir arbeiten nicht für, sondern auf Facebook. Das ist denen also ganz wichtig. Ja.
Man hätte vielleicht mal fragen sollen, wie es mit der Tagesdurchschnittstemperatur in Dresden, wie Sie das sehen, ob das Hate Speech ist, ob Sie sich selber gemeldet haben. Ja, also warum nimmt man diese Leute ernst? Jemand, der so ein Posting bringt, müsste geächtet werden. Ja, der müsste sozusagen rausfallen aus dem Bereich von Journalisten, mit denen man sich unterhält. Und wenn man einen Artikel darüber macht, warum ist denn dieser Holocaust-Leugner, dieser Vorwurf da drauf, sozusagen konstant immer wieder dran, aber hier wird nicht mal darüber geredet, was diese Leute machen. Ja? Also wir müssen natürlich differenzieren, David Schraven ist zwar Mitbegründer der Ruhrbarone, aber das Posting kam ja nicht von David Schraven, sondern ich glaube entweder von dem Sebastian Bartoszek oder von dem anderen. Wissen wir das? Es steht nur, es steht Ruhrbarone und er ist Teil der Ruhrbarone. Ja, er war Gründungsmitglied. Ja, also das heißt, er ist ja jetzt nicht mehr dabei. Man kann von ihm erwarten, dass er dazu irgendwie Stellung bezieht, ja? wenn das bei dem Laden, bei dem er Gründungsmitglied ist, so etwas passiert. Ja? Also ich meine, dass das jetzt Stefan Laurin ist oder halt Sebastian Bartoszek zum Beispiel, die da was schreiben, ja. Also da kannst du jetzt nicht den David Schraven dafür verantwortlich machen, aber... Warum nicht? Immerhin, wir können sehen, Ruhrbarone und Korrektiv, die gehören ja zusammen. Also Ruhrbarone ist eigentlich Korrektiv, ne? Da gibt es ja jetzt auch diese Rainer ist Twix-Kampagne quasi, wo so langsam sich dieses Ruhrbarone-Schild da irgendwie verändert in Richtung dieses komisches Korrektiv-Ausrufezeichen. Also das gehört schon dazu. Also kann man auch fragen, inwiefern ist jetzt dieser David Schraben damit verantwortlich? Wir kommen ja noch weiter dazu. Es ist nicht die einzige Verbindung zwischen Ruhrbarone und Korrektiv, David Schraven, ja? Also gehen wir mal eine Nummer weiter, ja. Aber unsere Sendung heißt ja Wikihausen. Und Wikihausen hat ja so einen leichten Anklang, da geht es ja eigentlich nicht um die Ruhrbarone, sondern um Wikipedia. Und jetzt war natürlich die Frage, wer editiert den Artikel zu den Ruhrbaronen auf Wikipedia? Ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Wer ist es schon wieder? Moment, ich muss noch ganz kurz den Tisch noch loswerden. Wenn du Tada! So, und wer ist Felix. Es? Felix! Felix! Nein! Oh. Doch, es ist der Felix! Es ist wirklich, es ist unglaublich, oder? Es ist immer die gleiche Güllepumpe, in die man reinfasst und das zerhäckselte Finger kriegt. Überall, wo dieser Kram rausquillt, ist Felix dabei. Ja. Ja, und beim letzten Mal hatten wir ja Felix also als einen derjenigen, der den Artikel zu Uwe Steimle heruntergeschrieben hat. In diesem Falle haben wir es natürlich andersrum. Die Ruhrbarone wäre natürlich im besten Lichte dargestellt von Felix und kein kritischer Eintrag ist da drin. Ja, woran das wohl liegt? Ein bedauerlicher Irrtum wahrscheinlich wieder, ja. Okay, gut. Was hast du jetzt gesagt? Und wieder, in welchem Umfang also Ruhrbarone, deswegen rede ich von einem Netzwerk, ja. Wir haben diese Kombination, wer wird angegriffen, wer wird verteidigt, wer übernimmt die Einträge für diese Leute in Wikipedia. Okay, jetzt wieder die Frage, ist es ein loses Netzwerk, unterhalten die sich nicht und die einen unterstützen die anderen quasi freiwillig sozusagen? Wir wissen es nicht, aber ich würde gern mehr darüber wissen. Genau, oder gibt es halt einen Rückkanal, einfach mal, zu Felix, vielleicht das kann uns nicht, ja genau. Wieder gesagt, Aufruf dazu Informationen, wir sind sehr daran interessiert, ob jemand dieses Netzwerk, das auch Uwe Steimle bearbeitet, das diese Sachen macht, aufklären kann. Kennen die Leute vom MDR sich? Kennen die Journalisten, die dort schreiben darüber? Kennen die die Leute von den Ruhrbaronen? Kennen die Leute von Wikipedia? Kennen die Felix? Ist dort eine Verbindung, die über das gemeinsame Interesse des politischen Kampfes und der Diskreditierung und der Unmenschlichkeit hinausgeht? Ja? Okay. Gut, du hast jetzt wieder die Bearbeitung in den X-Tools, ja? Was sagt dir das? Ja, die X-Tools, die weichen leicht ab von dem Ergebnis. Also wir hatten ja eben gesagt, also der, also WhoColor sagt, Felix würde zu 69,2% den Artikel bearbeiten. Und wenn man gleichzeitig direkt danach in die X-Tools reinguckt, dann sieht man doch, na, wo sind sie denn? Komm her. Dann sieht man doch, dass also dann nur 62,4% oder 50,8%, je nachdem, ob es um die Bearbeitung oder nach dem hinzugefügten Text geht. Also irgendwie ermittelt X-Tools und WhoColor auf anderer Datenbasis den Anteil des Textes. Aber tendenziell ist doch klar, mit Abstand der größte Autor. Ich meine, der nächste Autor ist eine IP-Adresse mit 7,9%. Aber wir haben Horst Grebner, Textanteil. Ist hier dabei, auch wieder ein alter Bekannter. Ja, klar.
natürlich. Ne? Also Felix halt zu 69,2% bei Hukala oder dann halt ein Reklus oder halt diese IP-Adresse als nächstgrößter Editor mit 9%, also deutlicher Abstand. Das heißt, also da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, das ist klar. Also Felix hat fast den gesamten Artikel zu den Ruhrbaronen da geschrieben. Deutlich mehr als die Hälfte. Okay, gehen wir weiter. Und da hast du jetzt was ich gefunden. Ich will das einfach mal darstellen, dass dieser Jargon der Unmenschlichkeit, dieser Vernichtungswille, der dort zum Ausdruck kommt, kein einmaliger Ausrutscher ist, sondern der ist Teil dieser Leute. Wir hatten ja gezeigt, dass Jutta Ditfurth, Öko-Links, der Beitrag der Partei Öko-Links wurde von Co-Pilot bearbeitet. Und Jutta Ditfurth, die zum Beispiel in Dreisat Kulturzeit aufgetaucht ist und alle möglichen Leute des Antisemitismus und der sozusagen Rassismus und faschistischer Denkweise und sonstiger Sache bezichtigt hat. Das ist eine Sache, das war in Dresden, wurde ein Blindgänger gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg. 9000 Leute mussten evakuiert werden und das findet Jutta Ditfurth lustig. Sie schreibt, die Bombe weiß, wo sie ist. Ja, das ist immer wieder dieselbe Geschichte, eine Lust daran, dass es Tote, Verletzte, dass es etwas gibt, was Deutsche trifft, finden die geil. Ja? Die finden das klasse. Du musst auch noch dazu sagen, ein technischer Hintergrund, diese Fliegerbomben, die gefunden wurden und übrigens auch durch meinen Vater gefunden wurden, weil er nämlich auch im Baugewerbe da tätig war, also die tauchen also in vor allen Dingen in dieser sandigen Gegend Hamburg, auch Hannover schon, tauchen die ganz, ganz häufig auf. Also in Norddeutschland, ja. Und das liegt an dem Boden, dass nämlich die Bomben quasi sich im Boden drehen. Und die haben keine Aufschlagzünder, sondern sie haben Zeitzünder, die durch den Aufschlag erst in Takt gesetzt werden. Das ist meistens sind es Bomben, die mit einem Nitrocellulose- und Acetonzeitzünder gestartet werden. Das heißt, die schlagen auf, die bleiben sollten ursprünglich so liegen bleiben mit der Nase nach vorne, tun sie aber nicht. Die drehen sich jetzt um im Boden und bleiben halt mit dem Leitwerk nach unten liegen, ja, und die Nase nach oben. Was eigentlich passieren sollte, wäre gewesen, dass also das Aceton langsam aus der Kapsel auf den Nitrocellulosefilm träufelt und den Nitrocellulosefilm zersetzt und dann, wenn er ganz zersetzt ist, löst die Bombe aus. Was jetzt passiert ist, dass die Bomben falsch rumliegen bleiben und das Aceton träufelt in das Gehäuse der Bombe. Es gibt so ein Acetondampf in der Bombe, ja, du weißt nicht genau, wann das Ding hochgehen wird und der Nitrocellulosefilm bleibt erstmal stabil. Warum haben die solche Dinger gebaut? Ja, ganz einfach deswegen, weil in den ersten Angriffen kamen halt diese Sprengbomben, die sofort zünden, die kamen runter und die meisten von den sofort zündenden Sprengbomben, die sind ja auch sofort hochgegangen, nur ganz wenig Blindgänger bei denen. Und dann sollten danach diese Bomben mit Zeitzünder hochgehen. Das heißt, alle denken, der Angriff ist ja vorüber, Entwarnungssirenen, die kommen raus und dann gehen noch die mehr, Bomben Markus, hoch. Es war dazu, eben das jetzt mal klarzustellen, das sind die Sachen, die eben Frau Ditfurth oder die Ruhrbarone lustig finden. Man hat erstmal Sprengbomben, um möglichst viel Trümmer zu erzeugen und Dachstühle, um Holz zu haben. Darauf werden Brandbomben geschmissen. Und dann werden bei diesem ersten, wir kommen diese Zeitzünderbomben dazu. Das heißt, wenn die Feuerwehr anfängt zu löschen oder die Leute versuchen, Verschüttete zu bergen, also Opfer zu bergen, dann explodieren diese Bomben und töten nochmal Leute, die jetzt dabei sind, Rettungsarbeiten durchzuführen. Das ist der ganze Zweck von diesen Bomben. Und diese Bombe in Dresden, die über die Frau Ditfurth so witzig findet, ich krieg die Wut, die ist auch noch bei der Entschärfung teilweise explodiert. Und so, wenn ich mich richtig erinnere, gab es Verletzte dabei. Das findet Frau Ditfurth lustig. Ja? Das sind die Leute, die in diesem Umfeld aktiv sind. Das ist aber nur ein Beispiel. Ich möchte gleich zu dem nächsten kommen. Das ist ein... Also nur mal so, also mein Vater hat ein langes Leben gehabt, weil er halt als das war, sofort gesagt hat, okay, ich mache hier nicht weiter, viel Spaß Leute, das Ding wird erst entschärft, ja? Und dann andere sollte sagen, ach Mensch, pack die doch einfach da oben auf einen Lastwagen oben drauf, ihr spinnt ja wohl, ne? Also denen ist nicht klar, wie gefährlich diese Bomben eigentlich sind, weil solange die nicht entschärft sind, können die jederzeit hochgehen, ja. Das gibt's auch, dass die einfach so mal hochgehen. Also mitten im Feld ist ja gerade eine Bombe hochgegangen. Gott sei Dank mitten im Feld, ja, und nirgendwo anders. Also da war wie krank muss man sein, um das lustig zu finden? Ja,
Genau. Also es sind Terrorbomben, um das auf den Punkt zu bringen. Es ist Terror. Es ist ganz klar gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Es geht hier nicht um das Zerbomben von irgendwelchen militärischen Einrichtungen, sondern diese Bomben mit Zeitzünder machen nur dann Sinn, wenn du gegen die Zivilbevölkerung vorgehst. Okay, also das nächste ist jetzt, ich möchte einfach, das nächste ist Frau Sarah Rambatz, eine junge Frau, die, ich meine, war sie gar, also sie war auf jeden Fall Kandidatin der Linken in Hamburg. Ich weiß nicht, ob fürs Landesparlament oder für den Bundestag, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, sie war auf Platz 5, habe ich mal gelesen. Und die ist bekannt geworden mit diesem sozusagen Eintrag in einer Facebook-Gruppe, ob jemand antideutsche Filmempfehlungen hat. Und zwar grundsätzlich alles, wo Deutsche sterben. Das gefällt ihr besonders gut. Das ist sozusagen die nächste kranke Variante. Also Frau Rambatz schlägt vor, möchte gerne wissen, Filme, wo Deutsche sterben. Das findet sie lustig. Ja, das ist ihre Art von Humor. Und das finden natürlich auch die Ruhrbarone, die überall Antisemitismus und antihumanistisches Weltbild und Menschenverachtung wittern, aber in diesem Fall nicht. Denn das Nächste, was sie machen, ist, dass die Ruhrbarone schreiben über Frau Rambatz, dass sie, Moment, das ist jetzt, Twitter sperrt linken Politikerin nach Anti-Nazi-Scherz. Das bezeichnen sie als Scherz, ja? Also, ja, die haben schon einen seltsamen Humor, die Jungs, ja? Ja. Und das ist auch wieder, wir hatten über Sebastian Bartoschek, als, ich weiß nicht, ob er der Autor von diesem unsäglichen Dresden-Tweet ist, aber er macht das in Reihe. Er hat dann gerade vor kurzem, also September 2017, naja, nicht so kurz, hat er geschrieben, die völlige Vernichtung Nordkoreas. Trump hatte schon deutlich schlechtere Ideen. Das findet er wieder lustig. Dafür ist er bei Twitter gesperrt worden, völlig zu Recht. Das ist Hate Speech, aber das ist der Stil der Ruhrbarone. Das ist kein einmaliger Ausrutscher, sie sind immer so drauf. Und das kann man auch weiter zeigen, denn sie haben Sarah Rambatz, nach ihrer Äußerung, kommt die in einem Podcast. Statt Sebastian Bartoschek unterhalten sie sich über linke Lebenswelten mit Sarah Rambatz. Stefan Laurin im Podcast mit Sarah Rambatz, Bundessprecherin in der Linksjugend. Es geht in der Linksjugend, es geht um linke Lebenswelten und Einstiegsorten. Also das heißt, sie sagt, ich möchte gerne Filme sehen, bei der möglichst viele Deutsche getötet werden. Und zur Belohnung gibt es bei den Ruhrbaronen, unseren Hütern des Humanismus, gibt es dann einen Podcast. Ja? Okay, also ich spare mir die Vergleiche. Das ist das Nächste. So, und Frau Rambatz, die dann sozusagen sich sehr fast tränenreich darüber geäußert hat, wie schlimm die Reaktionen waren, die sie abgekriegt hat aufgrund ihres Scherzes, legt danach in einem Tweet, und der heißt, es war schon kalt in Stalingrad für Opa und sein Kamerad, dafür wurde es in Dresden warm, als der Bomber Harris kam. Das findet sie lustig. Und da schreibt jetzt, diesen Tweet habe ich gefunden, da schreibt Heiko Maas. Der steht eigentlich, da drüber steht Maiko Haas, nicht Heiko Maas, sondern Maiko Haas. Sarah Rambatz hat wieder zugeschlagen. Was sagt eigentlich die Linke dazu? Ja, diese Frage würde ich auch durchaus richtig. Also muss ich ja auf... Moment mal, aber dann ist es nicht... Nicht Heiko Maas, es ist Maiko Haas. Also es ist ein Spiel mit dem Tweet, ja. Aber die Frage. Also dann ist es also nicht der Heiko Maas aus der Regierung, das irgendjemand ist irgendjemand anders, der sich halt diesen Namen gegeben hat. Genau. Der das diesen Namen gegeben hat. Also dann sehen wir also doch, also irgendjemand fragt jetzt, was sagt eigentlich die Linke dazu, ja? Also zu diesem Posting von der Sarah Rambatz. Mich interessiert trotzdem, was sagt denn Heiko Maas dazu? Denn das nächste, was wir zeigen können, ist, dass Heiko Maas diese Taskforce im Internet aufgebaut hat, wo ja auch in der Beratung dazu, was gemacht wird, die Amadeo-Antonio-Stiftung reingeholt wurde, die jetzt durchaus in einem Kontext steht mit den ganzen Leuten, die wir eben besprochen haben. Ja? Also das heißt, diese Antideutsche, ich denke, du hast ja die Julia Schramm erwähnt mit Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris Feuer frei, die von den Piraten zur Linken und dann bei der Amadeo-Antonio-Stiftung war, sich dort auch um Hate Speech gekümmert hat. Richtig? Oder ist das jetzt falsch, was ich sage mit der Hate Speech? Okay. Naja, das war sie. Also die war Mitherausgeberin der Broschüre zu diesem Hate Speech da, ne? Ich wüsste also gerne, was denn Heiko Maas zu diesen Sachen zu sagen hat eigentlich, ja? Und zu dem Also es ist ganz, ganz wichtig festzustellen, also die Amadeo-Antonio-Stiftung war halt als Vertreterin
der Zivilgesellschaft bei dieser Taskforce gegen Hate Speech da. Was da genau gelaufen ist, wissen wir ja gar nicht. Ne? Also wir wissen nur, die waren da irgendwie zusammen, die haben die Köpfe zusammengesteckt, was da als Ergebnis rausgekommen ist. Dass sie auch mal die Köpfe zusammenstecken werden. Ja. Und ja, genau. Aber als Ergebnis herausgekommen ist, kann man schon sagen, die Amadeo-Antonio-Stiftung, das kann man ja auch sehen, die ist zum Beispiel jetzt bei Facebook aktiv und ob sie das für Facebook macht oder einfach nur auf Facebook macht, das ist für mich jetzt eigentlich sehr sekundär. Sie scannen auf Facebook halt die Kommentare, ob da Hate Speech drin ist oder nicht. Ja? Also das ist so deren Aufgabe, das durchzuscannen. Ja? Und jetzt haben wir also eine Stiftung, deren Stiftungsvorsitzende, also die Annetta Kahane, die ist hinlänglich bekannt. Die hat ja eine Stasi-Vergangenheit, war auch überzeugte Stasi-Spitzelin, kann man so sagen. Ja? Dann frage ich mich doch, was hat so eine Person in Staatsnähe zu suchen? Ja? Also eigentlich gar nichts. Ja? Also es sei denn, wir haben es mit einem ähnlichen Staat zu tun wie in der DDR. Man könnte auch sagen, dass immer wieder die gleiche Aufgabe ansteht, nämlich Leute auszugucken, zu diskreditieren, anonym, ja, über Netzwerke. Amadeo-Antonio-Stiftung schlägt ja Psiram vor. Das heißt, diskreditieren, zersetzen über anonyme Netzwerke und das auch noch propagandistisch nach außen zu begleiten. Das hat Frau Kahane in der DDR gemacht und genau das tut sie wieder. Sie ist also ihrer Berufung treu geblieben, mit neuer Armbinde in einem neuen Staat. Und Heiko Maas findet es gut. Tja, offensichtlich unterstützt er die Amadeo-Antonio-Stiftung. Der ist ja auch im Vorwort von einem ihrer Flyer davor gekommen. Also man sieht, da gibt es eine personelle Verflechtung irgendwie. Also die unterstützen warum sich ich da das gegenseitig. Hier, und er taucht auch Fotos gemeinsam auf mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also da gibt's warum ja ich was, das ne? aber aufgerufen ja, habe, genau. ist mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, weil die Amadeo-Antonio-Stiftung hat 2015 hat sie den Preis, Amadeo-Antonio-Stiftungspreis vergeben an die Gruppe Antilopengang. Und die haben zwei Jahre später folgendes Lied des Humanismus und der Menschenfreundlichkeit von sich gegeben. Das heißt Atombombe auf Deutschland. Und ich lese mal vor, ein halbes Jahrhundert, bevor wir auf die Welt kamen, da lebten in Deutschland die Eltern unserer Eltern. Menschen zu verfolgen und zu töten hat sie geil gemacht. Später haben sie dann gesagt, dass Hitler es alleine war. Oma und Opa tobten sich aus und sprengten die Zivilisationsfesseln auf. Ein rauschendes Fest, bis die Alliierten kamen und ihnen gegen ihre Willen die Demokratie aufzwangen. Und dann kommt, wäre es nicht praktischer, wenn da, wo vorher Deutschland war, in ein paar Jahren ein Baggersee entsteht, alle könnten schwimmen da, Enten füttern, Tretboot fahren, wäre das nicht die Lösung des Problems? Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Kommen wir bomben einen Krater und dann fluten wir das Loch. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Und dann sagen sie zum Beispiel, oh okay, für ein paar Jahre ein bisschen atomare Strahlung. Aber Leute, es gibt immer einen Kollateralschaden. Manche finden das mit der Atombombe voreilig. Ja. Denk mal nach, ich sehe da nur Vorteile. Und so geht das. Also das ist... Ja, also braucht man gar nicht weiter zu kommen. Ich habe das damals bei YouTube als Hassrede gemeldet. Mhm. Und es ist natürlich nichts passiert. Ja, also dieses Video ist nach wie vor online von denen, das offizielle Video zu dem Lied. Da siehst du halt, in welche Richtung das geht, ja. Also wenn du Hassrede meldest und das kommt aus dem Lager, kannst du machen, was du willst. Du musst es wahrscheinlich erst als Volksverhetzung da irgendwie vors Gericht bringen, bevor da irgendetwas passiert, ja. Die dürfen das. Aber warum setzt sich ein Minister, ein Justizminister, ja, mit einer Organisation zusammen, die solchen Leuten einen Preis verteilt? Da muss man doch fragen, sind die Leute, haben die alle noch an der Raffel? Da sitzt der Präsident des Thüringen Verfassungsschutzes im Beirat mit drin. Und sozusagen diese Sachen, da sitzt Frau Petra Liedschreiber vom RBB im Beirat mit drin. Da ist Cem Özdemir davor und macht Werbung dafür. Und Peter Maffay. Sind die Leute alle vollkommen bescheuert, ja? Würden sie auch nur einen Bruchteil davon machen, wenn es sich um was anderes handeln würde, als dass man davon redet, eine Atombombe auf Deutschland zu werfen, ja? Es wird dann so sein, die kennen natürlich nicht alle die Antilopen-Gang und dann ist die Frage, wer hat das bei der Amadeo-Antonio-Stiftung zu verantworten? Ja, aber Daniele Ganser darf nicht auf einer Bühne auftreten, wo vor 15 Jahren mal ein Rechtsradikaler gestanden hat. Das steht dann in Wikipedia. Hier ist überhaupt kein Problem. Ja? Es gibt keine, sozusagen, das darf man. Man darf mit den Leuten im Connex stehen. Man darf sie vorschlagen. Man darf sie zu Unterricht an Schulen vorschlagen. Geht alles okay, ja? Ja, ja. Dirk, ich würde sagen, das ist alles ein bedauerlicher Unfall. Nein.
Doch. Ja. Oh, ja. Und jetzt möchte ich aber zeigen, das heißt, diese Frau Lamberts, nochmal zurück zu ihr. Also ihr erinnert euch mit Filmen mit Deutschen, wo die getötet werden. Die schafft es mit diesen Ideen, mit diesen Vorstellungen. Sie ist im Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, im jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist sie gewählt worden. Da möchte ich auch mal von dieser Organisation wissen, habt ihr noch alle an der Raffel eigentlich? Ja? Das ist auch wieder nur ein bedauerlicher Irrtum. Oder ein bedauerlicher Fehler. Also gewesen. Damit qualifiziert man sich für einen Posten in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ja, muss ich mich nicht wundern, wenn dann irgendwo steht, Jürgen Tödenhilfe an der Grenze zu Gaza. Das ist richtig, wenn er abgeschossen wird. Ja? Das ist offenbar, es geht nicht darum, dass irgendwelche Regeln für menschliches Miteinander existieren, sondern die einen dürfen es und die anderen dürfen es nicht. Ganz einfach, ja. Ja, das sind aber alles bedauerliche Irrtümer hier. Jetzt kommen wir zu diesem Stefan Laurin, der das Posting gemacht hat, also der die Frau Lamberts da Lamberts eingeladen hat in die Ruhrbarone. Und das möchte ich zeigen. Der Stefan Laurin ist nicht nur ein großes Tier bei den Ruhrbaronen, sondern er ist auch noch Redakteur des Non-Profit-Recherchezentrums Korrektiv. Schraven hatten wir vorhin. Das ist also auch eine Gruppe, die zusammengehört. Und ihr Anspruch, gründlich recherchieren, Missstände aufdecken und unvoreingenommen darüber berichten. In Kooperation mit anderen Medien. Das ist Stefan Laurin, leitet zu den Ruhrbarone. Herzlichen Glückwunsch, wer zu dieser Gesellschaft gehört. Ja? Also es ist unglaublich. So, das Nächste, was ich zeigen möchte, das ist... Schau mal hier, mit dabei sind neben David Hanasch und Jan-Philipp Hein und so weiter noch ein paar andere Leute. Also Jan-Philipp Hein taucht hier auch schon wieder auf, bei den Ruhrbaronen. Genau. Jan-Philipp Hein, der Stein des Antisemitismus bezichtigt hat, weil er gesagt hatte, die Deutschen, sozusagen die Israelis und die Amerikaner fangen den Krieg an und wir können es bezahlen. Das war der Grund, dass Jan-Philipp Hein in großer moralischer Empörung von Antisemitismus gesprochen hat, während er seinen Freund Stefan Laurin bei diesen Geschichten geht durch, ist in Ordnung, findet er gut. Ja. Ja, also da geht es jetzt aber allerdings nicht um die Ruhrbarone selber, sondern um einen Artikel über die Salon-Kolumnisten. Da ist also dann der Jan-Philipp Hein zusammen mit den anderen Leuten, die wir hier gerade genannt haben, ja, aktiv. Wenn wir jetzt weiter gucken, dann sehen wir Salon-Kolumnisten, Kolumnisten, ja, ein Wortspiel mit Salon-Kommunist, ja, haben also diese merkwürdige Wiedergewalt. Sie haben diese Pistole da drin. Und wen haben wir da drin? Beide, Stefan Laurin, unseren Bekannten von den Ruhrbaronen, und Jan-Philipp Hein, beides Autoren bei den Salon-Kolumnisten. Das heißt, der Mann, der über Steimle diesen unsäglichen Artikel geschrieben hat, der Mann, der behauptet hat, dass Putin hinter den Angriffen auf der Domplatte in der Silvesternacht 2017, 2018 war es, glaube ich, ne? Oder war es 2016, ich weiß schon nicht mehr. Also in der Silvesternacht, wo die Frauen angegriffen wurden, also sozusagen sexuell belästigt, das hatte Jan-Philipp Hein Putin als Schuldigen ausgemacht dafür. Ach, und er hatte, und Stefan Laurin, diese beiden sind zusammen in diesem glorreichen Blog Salonkolumnisten. Ja? Und dort ist, wie gesagt, aus dem Kreis der Ruhrbarone sind noch mehr, nämlich Martin Nievendick, Rikard Volkmann, Till Biermann und eben Stefan Laurin. Ja? Und es geht darum, warum haben Demagogen gerade so leichtes Spiel? Vielleicht ja, weil politische Redekunst schon lange keine große Rolle mehr spielt. Steht die große Koalition mit ihrer überwältigenden Mehrheit nicht auch für das Ende des politischen Streits? Können Sie sich an Redeschlachten innerhalb des Systems erinnern? Leidenschaft ist uns ja schon beinahe suspekt geworden. Ja, und deswegen brauchen wir Menschen wie Philipp Laurin, die sich mit Support... Stefan Laurin. Im Himmel. Ja? Stefan Laurin. So, und das ist dann der Spiegel, ja, also sozusagen, um mal zu sagen, für wen die schreiben, diese Leute aus diesem Blog, das ist die Welt... Korrektiv, Jungle World, Jüdische Allgemeine, dort ist Stefan Laurin besonders aktiv, Funke Mediengruppe, Cicero und Welt am Sonntag. Das ist eine schöne Querfront, die sich dort auftut. Überall dort schreibt Stefan Laurin, Betreiber der Ruhrbarone. Massenblätter wie die Taz stilisierten die Ruhrbarone später gar zu einem investigativen Blog. Ja? Also das ist, hier ist tatsächlich ein Netzwerk vorhanden, weil diese Leute arbeiten zusammen, sie arbeiten in einer politischen Richtung. Und das ist ein Hate Speech Netzwerk. Ja? Solange es um Deutsche geht, ist dort jede Art von abgefeimter sozusagen Menschenverachtung lustig
findet man lustig und ergötzt sich daran. Ja, und wenn man jetzt auch weiß, dass die Wikipedia genau gezielt diese Beiträge immer wieder aussucht oder dass Leute in der Wikipedia diese Beiträge von den genannten Medien immer wieder aussuchen, um halt bestimmte Sachen zu untermauern, die sie da auch in die Wikipedia reinschreiben. Auch die Ruhrbarone sind vollkommen überrepräsentiert für ihre Bedeutung in Wikipedia. Also das... Ach, das ist ein Block. Ein Block dürfte normalerweise gar nicht eingetragen werden, nur in Ausnahmefällen, laut eigenen Regeln der Wikipedia. Aber immer wieder tauchen dann die Ruhrbarone auf, wenn es darum geht, zum Beispiel jemanden zu diskreditieren. Dann sind die Ruhrbarone gerade gut genug dafür. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wir sehen ja auch, was es für Beiträge sind. Es sind immer wieder in der Wikipedia Beiträge, die meinungsmachend sind. Also das hat übrigens der Alexander Unziger so gut auf den Punkt gebracht. Er hat ja auch einen Beitrag zu Wikipedia gebracht. Übrigens, ich blende ihn mal hier ein. Sehr schöner Beitrag auf YouTube. Empfehle ich. Ganz kurz verdichtet den Stoff, den wir jetzt über mehrere Sendungen ausgebreitet haben. Und er sagt halt, es läuft immer nach einem Schema. XYZ sagt über Daniele Ganser oder über irgendjemand anders, dass er ihn doof findet. Und das Doof-Finden wird auf verschiedenste Art und Weise halt dargestellt. Er findet, dass er einen Stil pflegt, hat einen antisemitischen Jargon, nutzt antisemitische Quellen, bla 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 bla. Hat einen rechten wird vom rechten Rand des politischen Spektrums hofiert, rababer, rababer. Also es geht darum, dass man jemanden den Geruch der Rechtsradikalität, der Holocaust-Leugnung oder was auch immer bringt. Haben diese Leute für ein Recht, überhaupt irgendetwas zu sagen? Ja? Das heißt, sie weisen doch nach, dass ihnen das alles, was irgendwie mit Menschenrechten oder sonst was, das geht ihnen komplett am allerwertesten vorbei. Ja? Also das heißt, sie sind ja da bereit, alles Mögliche aufzuziehen. Und dann an dieser Stelle, wenn es irgendwie darum geht, dass politische Leute, die ihnen nicht gefallen, dann werden sie auf einmal ganz moralisch, ja? Und finden das ganz furchtbar, wenn man um 15 Ecken gedacht irgendeine Verbindung mit irgendetwas herstellen könnte, was irgendwie rechts ist. Aber das sozusagen 900 Grad in Dresden oder diese Geschichte, wenn Deutsche sterben oder diese ganzen lustigen Gedichte, ja, das finden die gut, das propagieren die noch. Das ist nicht nur so, dass sie solche Widerlichkeiten sich heimlich am Stammtisch erzählen, sie twittern das und sie kommen damit bis zum Bundesjustizminister hoch. Ja, also bringen wir es kurz auf den Punkt. Wir haben in der gesamten Medienlandschaft eine kleine Gruppe, die offenbar ihren sehr kruden Willen der gesamten Medienlandschaft aufzwingt. Das sind ja mitnichten alle Autoren, die so drauf sind, aber die kommen hier offenbar durch. Das und sie heißt, kommen bei Springer durch. Normalerweise sie kommen bei dieser Funke Mediengruppe durch. Was ist da los bei denen? Ich würde erwarten, wenn jemand einmal so einen Beitrag bringt, der vollkommen neben dem Geschmack liegt, ja, dass das sein letzter Beitrag war bei der Zeitung, ja, und dass der eigentlich auch bei anderen Zeitungen nicht mehr drankommt. Aber diese Leute, die solche geschmacklosen Beiträge bringen, zum Beispiel diese 900 Grad da in Dresden, die kommen anscheinend immer wieder an Aufträge bei den Mainstream-Medien. Und das sehen wir nicht nur bei diesen Mainstream-Medien, wir sehen es auch bei den größten... Was soll ich von den Mainstream-Medien halten, die dagegen nicht vorgehen? Die sozusagen sofort in dieser moralischen Pose da sind und hier nichts sagen. Ja, komm, wir wissen es doch. Also wie hat es die Anstalt formuliert? Das sind die ausgelagerten Pressestellen, die ausgelagerten NATO-Pressestellen, ja, also sinngemäß zumindest. Und das kann man ja eigentlich so sehen. Wir haben eine ganz klare transatlantische Schlagseite in den Medien. Das ist Propaganda in Richtung transatlantische Themen wird betrieben. Dazu zählen auch israelische Themen. Da sind wir jetzt gerade hier drauf bei dem Thema. Ja. Wir wissen auch, wie das funktioniert. Das heißt also, diese Leute werden ja über transatlantische Thinktanks dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Und ich habe natürlich gleich an Hermann Plopper gedacht, weil Hermann Plopper hat eigentlich das Standardwerk, wie ich finde, dazu geschrieben, zu diesem Thema, also wie Leute direkt dahin lanciert werden, wo sie hingehören, in Politik und in den Medien. Das greift ja ineinander. Atlantikbrücke ist nur ein Beispiel von den vielen Thinktanks, die es da gibt. Und Hermann Plopper hat das Buch geschrieben, Die Macher hinter den Kulissen. Und es gibt etwas Ähnliches schon, worauf sich zum Beispiel die Anstalt berufen hat. Das ist also ein Werk von Uwe Krüger, also die Dissertation von Uwe Krüger. Ich meine, die heißt Meinungsmacht. Ne? Und ich habe übrigens auch in dem Posting, was ich in der letzten Sendung erwähnt habe zum Thema ZAP-Magazin, habe ich auch das erwähnt.
nämlich Hermann Plopper und Meinungsmacht. Das sind genau die Werke, die einfach auch deine Frage beantworten. Wie kann das sein? Natürlich, in diesen transatlantischen Netzwerken wird ausgeklüngelt, wer wann wo in welche Schaltposition kommt. Und die brauchen sich gar nicht genau abzusprechen. Die wissen, wer welche Meinung vertritt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Klaus Kleber bin, der ganz offensichtlich in der Atlantikbrücke ist, dann muss ich nicht ständig irgendwelche Eingaben bekommen von oben, ja, was ich zu sagen habe, sondern ich weiß ziemlich genau, wen ich positiv besprechen werde in meiner Sendung und wen ich negativ besprechen werde in meiner Sendung. Ja, weil die Leute treffen sich einmal jährlich, ja, und dann werden halt so die Leitlinien festgelegt, ja. Und jeder, der jetzt was anderes behauptet, dass das alles nur so ein nettes Kaffeekränzchen wäre, die sich einfach mal so treffen, um so einfach mal nur so, ja, ne, um so ein bisschen Smalltalk zu betreiben, das ist, der hat irgendwie den Schluss nicht gehört. Ist, ja. Also das heißt, solche Sachen wie hier Ruhrbarone, Salonkolumnisten, das ist die Bewerbungsmappe, die einreichen, um weitere Positionen zu bekommen. Das sind die kleinen Fußsoldaten, ja. Das sind die Bauern in dem Spiel, ja. Also die, da würde ich also einen Klaus Kleber schon so als Turm einordnen, ja. Und dann vielleicht unsere Bundeskanzlerin als Dame. Ist die Frage, wer ist der König, ja. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Es war ein unappetitlicher Ritt durch die Niederung der deutschen Medienszene und durch die Menschenverachtung von diesen Gruppen, die sich gerieren als Richter darüber, also Volksgerichtshofsrichter, die darüber bestimmen, wer wegen Wehrkraftzersetzung ans Messer geliefert werden soll. Ich bin wirklich angewidert von diesen Leuten. Okay, lassen wir es dabei gut sein. Nein, also Dirk, ich hab noch was vergessen. Ich muss ja unbedingt noch ein Preis loswerden. Also ich habe jetzt hier wieder diesen schönen Pokal. Und ich finde, dass für diesen Monat der Preis für die Dummschwätzerei des Monats, eigentlich können wir auch für die Dummschwätzerei der letzten Jahre auch sagen, garantiert an die Ruhrbarone zu erfolgen hat, weil die leisten da wirklich hervorragende Arbeit. Sie sind immer dabei, wenn es darum geht, eine Sache, die eigentlich eindeutig ist von den Fakten her, genau andersrum darzustellen, als man das eigentlich darstellen müsste. Okay, also wie gesagt, liebe Ruhrbarone, Preis für die größte Dummschwätzerei des Monats geht im Monat, weiß ich gar nicht, Juli an euch. So. Damit auch von mir auf Wiedersehen und ich wünsche eine schöne Sommerzeit. Tschüss. Wiedersehen.